Sagt doch keiner von Ihnen, ne, dass man da mal wieder klicken muss. Also, wir wollen jetzt ein bisschen über Komponenten und einfachste Schaltungen erstmal sprechen. Ich weiß nicht, warum. Aber da passt alles drauf, dann ist ja gut. Sie sehen da jedenfalls alles. Ich nämlich nicht hier. Irgendwie mein Bildschirm ist kleiner. So, also, wir fangen erstmal an, über konzentrierte, das heißt auf Englisch lumped, nicht concentrated, sondern lumped Elements zu sprechen. Und da haben wir natürlich die üblichen, also RLC, ne? Und da müssen wir kurz einmal reingucken, vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen in die Leitung reingucken und mal sehen, was denn überhaupt so Leitungen machen. Ich habe ganz einfach nur mal einen Draht genommen, einen Draht, der über einer Ground Plane ist, also über einer Fläche ist. Und als sicherlich grobe Abschätzung und auch Worst-Case-Abschätzung kann man im Prinzip sagen, 1 mm Draht macht 1 nH. 10 mm Draht machen 10 nH. So, das heißt also, wenn Sie irgendwo 10 mm Draht haben und das Ganze dann bei 1 GHz betreiben, geht das Nano weg, dann sind Sie schon bei 10 Ohm mal 2 Pi, macht 60, sind das 60 Ohm. Also sicherlich imaginäre 60 Ohm, aber bei 1 GHz, 1 cm Draht, ist eben einfach eine echte Strombremse. Ne? So, deswegen ist es nicht nur einfacher zu fertigen, sondern auch einfach notwendig, mit SMD-Technik und Leitungen zu arbeiten und nicht mit THT-Technik in der HF. Ne? Und deswegen konnte man früher eben auch nur bis zu einem gewissen Frequenzbereich, vielleicht Mittelwellenbereich, Kilohertz, paar hundert Kilohertz oder vielleicht Megahertz oder sowas arbeiten, weil man eben relativ lange Drähte hatte und auch relativ große, ausgedehnte Bauelemente hatte, die eben mit großen Induktivitäten daherkamen. Also Bottomline hier, SMD, das geht so nicht. Was habe ich denn hier? Jetzt sehen Sie nichts mehr, jetzt sehen Sie vielleicht wieder was. Sieht man jetzt mittlerweile wieder was? Jetzt sieht es auch blöd aus. Also irgendwann, ich glaube, ich schmeiß was hin. Also es ist einfach nicht mehr schön. Wo ist eine Anzeige da? Warum kann ich die nicht aufeinander schieben? Es ist nicht lustig. Also. Hä? Bitte? Was sagen Sie? Das
müsste es eigentlich klappen. Super. So, jetzt sehen wir alle das Gleiche, ne? Wahnsinn. Hat nur eine halbe Stunde gedauert, ne? Viertelstunde. Also, jetzt müssen wir diese Anzeige hier unten noch wegkriegen. Ach, wisst ihr was? Das lassen wir jetzt einfach erstmal so. So, das laden wir nicht auf YouTube hoch, das gibt nur Daumen runter. Also, wir haben es hier mit Drähten zu tun. Die Formel dafür habe ich angegeben, brauchen wir natürlich nicht. Entscheidend ist hier, dass wir hier so in etwa bei langen Drähten einfach drauf kommen, dass wir eine hohe Induktivität haben. Das heißt, da muss man sich Gedanken drüber machen, ansonsten geht es nicht. Der Widerstand als solcher ist das wahrscheinlich unkritischste Element, einfach weil der sowieso eigentlich auch Energie verbrauchen soll. Das ist ja der Sinn von diesem Ding. Aber auch wahrscheinlich ist der Simple Screen Recorder jetzt ausgestürzt, oder? Ich lasse mal laufen. Wahrscheinlich klappt das jetzt nicht mehr. So, aber man muss sich überlegen, dass mindestens die Dinger hier zu einer Induktivität führen. Oder manchmal ist dummerweise hier der Draht so, ne, das ist einfach ein Drahtwiderstand. So was nimmt man in der HF-Technik natürlich nicht, ne? Das können Sie nehmen, wenn Sie irgendwie mit DC oder niederfrequenten und hohen Signalen und hohen Strömen arbeiten. Nicht? Dann kann das auch noch dazu führen. Und Sie haben auch oft hier noch irgendwie so eine Kapazität irgendwie dazwischen, zwischen den Beinchen, die dann eben dasteht. So. Das kann man alles relativ gut minimieren, bis in auch den einigermaßen vernünftigen mittleren Gigahertz-Bereich oder sogar auch den höheren Gigahertz-Bereich für zunehmend kleine SMD-Elemente. Und dann ist der Widerstand eigentlich ein Widerstand. Also da braucht man dann nicht mehr so richtig viel Federlesen zu machen. So, jetzt ist das auch weg. So, schlimmer ist die Kapazität. Auch da haben Sie ähnliche Dinge hier. Dieses führt zu der Induktivität oder, ich glaube, ich habe es neulich schon mal gesagt, es kann auch vorkommen, ist allerdings kein HF-Problem gewesen. Da würde man das natürlich niemals, nie nicht so tun. Sie haben irgendwelche Ablock-Kondensatoren, die als Folie aufgebaut sind. So bauen die sich auf. Ich male das jetzt mal hier als Stapel der Folie hin, ne? So. Und dann haben Sie ein Anschlussbeinchen natürlich hier unten und das andere Anschlussbeinchen legen Sie da unten hin, dass Sie hier als THT das Ding in die Platine reinlöten können. Ne? Und dann haben Sie hier natürlich sich ein großes L eingefangen, ne? Logischerweise. Also auch sowas nimmt man in der HF-Technik natürlich nicht, aber es kann, muss ja auch ein bisschen übergeordnet sein, das Thema, das wir hier besprechen, es kann auch dazu führen, dass dass so etwas bei anderen Dingen auftaucht. Hier ging es um eine EMV-Untersuchung und da hatte dieses Element mithilfe mit diesem L-Anschlussbeinchen, das nicht gewollt war, und dem C, das eigentlich dazugehörte, eine Resonanzfrequenz von ca. 1,2 MHz. Ja, kann man jetzt für HF halten oder nicht. Gut, dann haben wir hier Verluste natürlich hier in dem Dielektrikum. Das ist einmal das hier, das ist aber gar nicht so sehr das Problemchen. Aber man hat auch noch Verluste, Kupferverluste hier in den Zuleitungen. Man muss ja auch irgendwie dahin kommen und das führt dann eben zu solchen äquivalenten Serienwiderständen, hier so wie hier gezeigt. Und dann hat man den eigentlichen Kondensator. So, wenn wir uns die S-Parameter von so einem einfachen Kondensator hier mal angucken oder zwei einfachen Kondensatoren hier mal angucken. Hier einmal auf der linken Seite gezeigt für 0,3 Picofarad und dann, ich glaube, für 15. Genau. Dann sieht das ziemlich ideal aus. Hier ist es jetzt verglichen so mit dem idealen Cap. Man sieht es an dem S21, also an der Transmission. Der Widerstand, der Blindwiderstand des Kondensators in Serie nimmt natürlich ab mit zunehmender Frequenz. Das ist aus E-Technik 2 bekannt. Und dementsprechend lässt er auch besser durch. Und das funktioniert so ganz wunderbar eigentlich. Wenn Sie aber hier ein höheres C nehmen, das natürlich dann auch mehr Aufwand unter Umständen oder so hat, dann sieht die ideale Cap so aus und die reale Cap so wie hier gezeigt. Hier ist jetzt das S11 gezeigt, also das ist Größenordnung anders als auf der linken Seite. Da hatten wir uns diesen hier angeguckt. Hier gucken wir uns den Abfall hier an und das sieht bis zu einem Gigahertz eigentlich ganz gut aus und hier werden die Abweichungen jetzt scheinbar irre groß. Nun muss man sagen, ob da jetzt irgendwie ein 500stel der Leistung irgendwie noch durchgeht oder ein 2000stel, ist vielleicht auch egal, ne? Es ist sozusagen nichts.
Also es ist vielleicht nicht ganz egal, je nachdem, wie dieser Kondensator hier, oder was der machen soll. Wenn der wirklich abblocken und filtern soll, dann ist es vielleicht nicht ganz egal. Dann macht der Unterschied Faktor 4 da was aus. Aber wenn das einfach nur irgendwie so ein Element oder so ist, dann ist das vielleicht gar nicht so sehr entscheidend. Schlimmer ist hier, dass er hier eine Resonanz zeigt aus dem LC und dann da im Prinzip ein L ist und kein C mehr. Das erkennt man natürlich am Betrag nicht, aber an den anderen Dingen. So, jetzt. Gut. So, wir haben hier Induktivitäten, die sind das größere Problem typischerweise. Weil nämlich hier die Kupferverluste zu einem R führen oder auch die nebeneinander liegenden Windungen hier zu einem C. Und das Ganze kommt in Regionen, die durchaus merklich sind. Also nicht bei mehreren Gigahertz, sondern das kann Ihnen schon alles bei mehreren Megahertz passieren, so wie hier jetzt gezeigt, hier zum Beispiel für 10 Millihenry bei einem Megahertz. Und der Punkt ist einfach hier unten. So, da haben wir natürlich die schöne lineare Frequenz, doppellogarithmische lineares Verhalten des L. Und an der Stelle gibt es eben die Resonanz, die Parallelresonanz. Und dummerweise ist das da hinten hier kapazitiv. Kommt also dann kapazitiv wieder und nicht induktiv, wie man das vielleicht hoffen würde. Ne? Und dieses hier, diese Ls machen eben, wenn sie kleine Bauelemente haben, die dann vielleicht auch noch einen Eisenkern oder sowas haben sollen oder einen Ferritkern, Eisen sicherlich nicht, aber einen Ferritkern haben sollen, die machen ihnen dann am ehesten Probleme. Und deswegen nimmt man in der HF-Technik vielleicht auch ganz gerne diese selbstgewickelten Luftspulen. Ne? Was Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, dann macht man sie einfach selber, dann ist man zumindest die Eisenverluste los, hat dann also noch ein paar Silberdrahtverluste oder versilberte Kupferdrahtverluste, sowas noch, ne? Und das wird etwas weniger. Sodass Sie, und das ist der Punkt hier, Güten definiert als Omega L durch R in dem Bereich von 2- bis 3-stelligen Größenordnungen haben. Und hier wollen Sie wieder hohe Güten, weil in der Induktivität wollen Sie Energie speichern und nicht wie eine Antenne abrauchen. Ne? Also das ist genau wieder das gegenteilige Problem. So, Transformatoren haben wir hier noch, einfach nur mal als Trafo. Nehmen wir mal an, Sie wollen einfach 50 Ohm auf 250 Ohm anpassen. Ja, oder 50 Ohm auf 200 Ohm anpassen, dann brauchen Sie eben 1:1, 1:2 Trafo, der dann eben die Impedanz von 200 eben Ohm runtersetzt über Ü Quadrat. Auch das kennen wir aus E-Technik 2, nicht? Breitbandig dann sogar auf die 50 Ohm. Oder, so wie hier gezeigt, mit dem Mittelabgriff schaffen Sie hier jetzt ein balanciertes Signal. Und könnten daran dann zum Beispiel auch eben eine Antenne anschließen, Dipol anschließen, der auch wirklich dann bipolar gespeist wird. So, ich glaube, die Antenne als solche muss ich nicht nochmal erläutern. Den Trafo als solches muss ich nicht nochmal erläutern. Kommen wir zu einfachstmöglichen Schaltungen. Dämpfungsglied. So, was ist der Trick beim Dämpfungsglied? Sie könnten jetzt so einfach hergehen und sagen, machen wir wie in E-Technik einen Spannungsteiler. Also auf der einen Seite des Spannungsteilers ist die Spannung ja geteilt, also ist die Leistung da auch geringer. Ja, was ist hier das Problem? Wir haben es hier mit Wellen zu tun. Und so eine Welle, die kommt jetzt hier an. Und was Sie wollen, ist eben nicht, dass es hier eine Reflexion gibt. Die soll nicht da sein, sondern es soll alle Energie hier rein, zum Teil hier abgeraucht werden und dann weitergehen nach da. Das heißt also, Sie wollen hier eine Anpassung oder einen Reflexionsfaktor von Gamma gleich 0 an der Stelle sehen. Und eigentlich andersrum auch. Also das, was jetzt hier von rechts kommen würde an das Ding, soll auch nicht wieder reflektiert werden nach rechts, sondern soll dann eben auch einfach verschwinden. So, das heißt also, wir wollen das Ding beidseitig angepasst haben. Und dann kommen wir eben nicht mit 2 Widerständen hin, wie man beim Spannungsteiler arbeiten würde, sondern dann brauchen wir, meine Spannungsteile, den können Sie hier sehen, das ist nämlich der da, der Widerstand und der Widerstand hier zum Beispiel, dann brauchen wir noch einen dritten dazu, um diese weitere Bedingung noch zu erfüllen.
So, entweder Sie führen das so aus, wie ich das hier links gemacht habe. Das ist im Prinzip ein Dreieck. Stell es mal auf den Kopf, aber es ist ein Dreieck. Wenn Sie die Massen nur miteinander verbinden, ist das eine Dreieckschaltung. Auf Englisch heißt es Pi-Schaltung, was hier etwas offensichtlicher ist. Warum das Pi heißt. Und das hier ist, wenn Sie das nur ein bisschen auseinander biegen, entweder eine Sternschaltung. Entweder eine Sternschaltung oder es eben eine T-Schaltung. Je nachdem, in welchem Sprachraum Sie sich bewegen. Man redet da eher nicht von Star-Circuit, sondern irgendwie von T-Circuit. Naja, und das eine und das andere können Sie ineinander umrechnen. Sterndreiecksumwandlung haben wir auch in Grundlagen-E-Technik 1 gemacht sogar, nicht? Es reicht also, die eine Variante zu berechnen und dann die andere daraus abzuleiten. Auch das können wir tun. Und dann müssen wir einfach nur mal, wir machen das hier mal für eine Seite. Wir müssen uns hier definieren, wie eben in dem T-Schaltbild die Spannungsteilung hier aussehen soll. Da. Also wir wollen eigentlich einen Dämpfungsfaktor haben hier von C gleich U2 zu U1, also kleiner als 1 selbstverständlich. Nicht? Damit wird eben auch die Leistung dann halt quadratisch geteilt. Aber im Endeffekt kann man das ausrechnen wie in Grundlagen E-Technik 1. Nur, dass eben aus den verschiedenen Sichten da auch die 50 Ohm oder die charakteristische Impedanz gesehen werden soll. Und dann kommen Sie für die T-Schaltung auf dieses Ergebnis. Da, ohne dass ich das jetzt groß hergeleitet habe und herleiten möchte. Das könnte man mal in E-Technik 2 oder 1 machen. Das wäre, glaube ich, mal eine schöne Aufgabe eigentlich. Aber jetzt gerade nicht. Also Sie können das, wie gesagt, Sie können das einfach herleiten, wenn Sie wollen. Und wenn Sie die eine haben, können Sie die andere ausrechnen. Nur damit man ein paar Werte hat. Wenn Sie hier eine Dämpfung haben wollen von beispielsweise 3 dB, also Leistungshalbierer, halbe Leistung wird abgeraucht, andere Hälfte der Leistung geht durch. So ist eigentlich die Vorstellung. Dann ist das hier 1 durch Wurzel 2 ist das Verhältnis. U1 zu U2 oder U2 zu U1 muss es wahrscheinlich heißen. Egal. Und dann kommen eben die Widerstände raus, wie sie hier stehen. Nehmen wir mal den T. Das sind 8,5 in Linie und 140 nach unten. Also das wären hier die 8,5. Da auch nochmal. So, und hier geht es mit den 140 oder 142 nach unten. So, und wenn Sie da jetzt reinmessen würden mit der 50 Ohm Leitung hier am Ende, dann würden Sie eben genau die 50 Ohm dann auch wieder sehen. Ne? Okay, so, und da können sich die anderen Werte jetzt auch raussuchen. Das, was man da zwingend bei beachten muss, jetzt kann man natürlich einfach hergehen und kann sagen, so, ach ja, ich nehme doch mal so kleine RS und so, sowas, nicht? Aus SMD-Technik ist man der HF-Technik ja sehr versucht, das auch zu nehmen. Das ist kritisch, denn die Energie, die da eben nicht weitergeleitet wird, die wird da drin abgeraucht. Und das müssen die Widerstände dann auch abkönnen, ne? Also wenn Sie jetzt hier 10 Watt irgendwo drauf geben, haben Sie 10 dB Dämpfungsglied, dann kommen auf der anderen Seite 1 Watt raus. Boah, 1 Watt, gut, machst ein bisschen was. Nee, 9 Watt bleiben im Dämpfungsglied und heizen da. Deswegen ist das thermisch nicht unkritisch und muss man das thermisch auch im Kopf behalten, was man da eigentlich tut. Leistung wird im Dämpfungsglied in Wärme umgesetzt. So, Koppler. Also das war jetzt eine relativ einfache Schaltung, die benutzt man aber durchaus, weil, das wollte ich auch noch, müsste ich vielleicht noch dazu sagen, warum ist das auch noch eine coole Schaltung? Schauen wir uns mal an. Hier so als Seitenbemerkung. Sie haben hier eine Leitung. Ja, können das auch anders zeichnen. Ja, da haben Sie irgendeinen Anschluss. Und das geht dann irgendwie auf ein ZL.
ist das jetzt mal gut? So, dann hat man hier natürlich eine Reflexion von irgendwie Gamma L. So, und auf dem Wege hier haben Sie eine Dämpfung von, sagen wir mal, Gamma. So, dann geht die Welle ja einmal hier dadurch, wird dann hier reflektiert und geht wieder zurück. Das heißt also, die Reflexion, die Sie hier Dämpfungsglied ideal angepasst vorausgesetzt haben, ist Ihr Gamma in ist gleich, Gamma in ist das Gamma Quadrat, Klein Gamma Quadrat mal Gamma L. So, nehmen Sie also ein 10 dB Dämpfungsglied, dann gehen 10 dB der Leistung da durch, ja, aber von der Reflexion, die da hinterher war, sehen Sie 20 dB weniger. Klar? Ne? Ja. So, deswegen kann man das durchaus auch ab und zu mal einsetzen, wenn man Schwierigkeiten bei der Anpassung hat. Wenn zum Beispiel ein Verstärker auf einen Filter arbeitet, dann sieht dieser Verstärker ja bei Out-of-Band-Signalen die volle Reflexion. Weil das ist das, was das Filter tut. Das Filter gibt alle Energie, die nicht im richtigen Frequenzbereich ist, sofort wieder zurück. Das mag der Verstärker übel nehmen. Und damit er das nicht gar so übel nimmt, könnte man da zum Beispiel 1 oder 2 oder 3 dB Dämpfungsglied dazwischen machen. Man verliert an Dynamik natürlich 3 dB, bekommt aber an Anpassung 6. Also hab da schon eine Schaltung erlebt, dass man sowas tut. Ist nicht die beste Variante. Besser wäre es natürlich, den Verstärker so zu designen, dass er da kein Problem hat. Das kann man auch machen, aber vielleicht nicht so schnell mal auf der Platine, die schon fertig ist, so, sondern dafür braucht man ein Redesign, ne? Und um einfach mal was zum Fliegen zu bringen, so könnte man einfach mal kurz mit dieser Krücke sich behelfen. Koppler oder Leistungsteiler, Power Splitter, auch genannt, könnte man zum Beispiel ganz einfach resistiv ausführen. Was möchte ich haben? Ich möchte in jeder Richtung hier Gamma gleich 0 haben. So, das Ding soll in jede Richtung angepasst sein, vorausgesetzt natürlich die anderen Seiten, die Ausgänge sind auch angepasst. Und ich möchte es auch breitbandig haben. Also er soll, wenn hier Leistung ankommt, das machen wir mal in blau, so, wenn hier was ankommt, dann soll er das nach dahin was schicken und nach dahin was schicken und das soll in beiden hier P2, P3, P2 soll gleich P3 sein. Das nennen wir mal P1. Idealerweise sollte natürlich P2 plus P3 gleich P1 sein. Das ist selbstredend mit Widerständen nicht zu erreichen. Weil so ein Widerstand macht immer was weg, ne? Und in diesem Fall macht dieser Widerstand hier sogar die Hälfte weg. Deswegen ist es ein 6 dB Power Splitter, ne? Normalerweise, wenn ich die Leistung einfach nur aufteile nach links und rechts, dann wäre es ein 3 dB Power Splitter. Dann geht nämlich nach links die Hälfte und nach rechts die Hälfte. Nach oben die Hälfte, nach unten die Hälfte. In diesem Fall geht nur ein Viertel nach oben, ein Viertel nach unten und die Hälfte der Energie bleibt im Dämpfungsglied. Im Koppler. Selbstredend kann ich dieses Sternennetzwerk auch ausführen als Dreiecksnetzwerk, Stern-Dreiecksumwandlung, fertig ist die Laube. Es zeigt sich, der Widerstand muss 50 muss ZC Drittel sein und das ist bei ZC gleich 50 Ohm, entspricht das 16,2 Drittel Ohm, also 16 Ohm etwa, die Widerstände, die man da reinpacken muss. Auch hier ist darauf zu achten. Das sind nicht einfach nur so LC, wo eigentlich alles durchgeht oder so und wo keine Energie umgesetzt wird, sondern das sind wieder Rs. Wenn ich also P1 hier meinetwegen mit 2 Watt oder sowas habe, dann kriege ich jeweils ein halbes Watt auf 2 und 3 raus, aber ein Watt, ein ganzes Watt bleibt in einem Widerstandsnetzwerk und für so einen kleinen SMD mag das ein bisschen viel sein, wenn der so mit einem Achtel Watt oder so ausgelegt ist, ne? Also denk mal an der Stelle als auch nicht wirklich dran, aber hier wird wirklich Leistung umgesetzt und auch Leistung in Wärme umgewandelt und da muss man ein bisschen drauf achten. So, das Tolle an diesem Teil ist natürlich, dass es inhärent breitbandig. Also, ja,
Das funktioniert, wenn Sie es richtig machen und die richtigen Elemente verwenden, von 1 MHz bis 18 GHz. Und solche Sachen kann man auch kaufen. Selbstredend, wenn Sie jetzt alles mit L oder C machen würden, wäre das nicht mehr so. Und das tun wir jetzt hier. Das ist jetzt so ein Leistungsteiler, auch der hat einen Widerstand noch dabei, aber trotzdem ist das einer, wo keine Energie verbraucht wird. So, was haben wir jetzt hier? Wir wollen hier wieder Anpassung haben. So. Wir wollen hier keine Kopplung haben. Und wir wollen, das muss man nicht zwingend so machen. Ich habe es aber, glaube ich, so ausgelegt. Ja. Wir wollen P2 gleich P3 haben und P2 plus P3 gleich P1. Also wir wollen keine Leistung abgeraucht haben. Und das funktioniert auch. Also diese Teile sind jetzt Lambda-Viertel lang. Ja, die Leitungsstücke dazwischen, wie genau, mit welcher Impedanz die ausgelegt werden müssen, kann man auch herleiten, steht in der Formel darunter. Und wenn ich hier jetzt was eine Spannung anlege, dann habe ich den auch in der Phase es so, dass an diesen beiden Punkten immer das gleiche Potenzial herrscht, wenn nur P1 kommt. Wenn an einem Widerstand an beiden Beinchen das gleiche Potenzial anliegt, dann kann sie ihn auch weglassen, ne? Dann macht er nichts. Und das ist auch hier der Fall. So, warum tut man ihn dann da rein? Ja, nämlich für die zweite Bedingung, dass ich nämlich die Kopplung da weg haben möchte. Und Sie jetzt mal angucken, dass hier irgendwas von P3 kommt. So. Da. Naja, dann geht ein Teil davon hier rüber und ein anderer Teil geht hier rüber und zwar mit 180 Grad Phasendrehung. Gegenüber dem, was durch den Widerstand geht. Ich gehe davon aus, dass der Widerstand Länge 0 hat. Haha, sieht ein bisschen doof aus, aber ich muss es ja nicht wirklich so bauen, wie ich es hier gemacht habe, dass es so auseinander geht, sondern ich könnte ja auch die Leitung hier wieder zusammenführen. Das macht man zum Beispiel auch so, also im Bogen, und dann gehen die da wieder zusammen, da nötige ich gerade den Widerstand drüber. Naja, 180 Grad Phasendrehung, wenn ich das nur mit der richtigen Amplitude mache, führt dazu, dass sie sich destruktiv überladet und weg ist die Welle. Das ist der Punkt, warum man das tut. Also auch weg. Naja, hier habe ich noch beide in gleicher Phase. Dieses Teil haben wir eben schon mal gesehen. Ich kann das auch hinkriegen, dass ich hier in unterschiedlicher Phase habe. Dann brauche ich nicht mal mehr einen Widerstand. So, was habe ich jetzt hier? Ich möchte, dass die Leistung, die hier reinkommt, gleichmäßig verteilen hierhin und dahin. Und zwar mit 90 Grad Phasendrehung. So, Sie können sich, ohne jetzt das groß zu berechnen, das ist relativ schwierig zu berechnen, dieses einfache Ding, da muss man viel mit Symmetrieargumenten und so weiter arbeiten, dass man das hinbekommt. Das, was Sie sich vorstellen können, ist, wenn die Längen hier Lambda Viertel lang sind, steht das hier irgendwo? Ja, da. 90 Grad. Dann haben wir hier 90 Grad Phasendrehung. Und hier haben wir nochmal 90 Grad Phasendrehung. Und auf dem anderen Weg eigentlich genau das Gleiche. Also der untere Zweig, der Zweig 3, hat 90 Grad mehr Phasendrehung als der obere. Und damit habe ich eben das mit den 90 Grad Phasendrehung auch hingekriegt. Das kann man brauchen, zum Beispiel, wie wir es in dieser Übungsaufgabe mal gerechnet haben, um solche balancierten Verstärker aufzubauen. So, was passiert jetzt mit 1 zu 4? Ich mir die Welle angucke. Dann habe ich ja einmal das hier, den Weg, und einmal den Weg. Nun, dieser Weg hier hat 90 Grad Phasendrehung, der hier 270. Also wieder destruktive Überlagerung, weg ist. Das heißt, Tor 4 ist entkoppelt. Jo, alles dazu gesagt. Bislang hatten wir es eben noch so, dass wir die Leistung gleich verteilt haben. Das mag nicht unbedingt immer die beste Variante sein. Manchmal möchten Sie nur einen kleinen Teil einer Leistung auskoppeln.
damit sie daran Messungen machen können. Also einfach nur, um zu überwachen, ob irgendetwas Leistung bekommt oder nicht, ob eine Ausgangsleistung stimmt oder nicht. Da müssen sie nicht gleich das ganze Watt nachmessen, sondern reicht es, wenn sie ein Hundertstel davon rauskriegen. Und wenn aus dem Hundertstel eben nicht 0,01, sondern 0,009 geworden ist, dann ist halt ein bisschen wenig oder so, nicht? Also sie brauchen nur einen kleinen Teil der Leistung auszukoppeln. Und das könnte man mit solchen nebeneinander liegenden Leitungen machen, zum Beispiel. So, da haben wir ja schon für parallele Leitungen rausgefunden, wie der Koppelfaktor ist. Das hatten wir schon mal gemacht hier bei den Mikrostreifenleitungen. Hängt nämlich von den unterschiedlichen Impedanzen, der Gleichtakt- und der Gegentaktimpedanz ab. Und jetzt kommt es darauf an, wie lang das Teil ist. Wenn ich es gerade genau Lambda Viertel lang mache, dann haben wir hier den Cosinus verschwindend. Da, der ist weg. Der ist 1 und dann bleibt da eben genau die Abkürzung stehen hier mit 1 durch C. Groß C gleich 20 mal Logarithmus 1 durch C. So, wenn ich das Lambda halbe lang mache, dann funktioniert es nichts. Besonderes Feature ist noch, dass das Ganze auch richtungsabhängig ist. Das gucken wir uns mal in der Simulation an. Da habe ich den Kyuxi irgendwo. Bauen wir mal sowas auf. Bildung Kyux. Ja, jetzt wäre eine Maus gut, haben wir nicht. Die können ja wahrscheinlich nicht abmachen, oder? Geht das doch? Ich habe doch so ein, wollte ich gerade sagen, ich habe ja nur USB-C-Anschlüsse. Aber ist nicht so, ich habe tatsächlich richtige. Ich glaube, mit Maus geht das jetzt besser. Boah, super, ey. Großklasse. Ja gut, was brauchen wir denn? Nehmen wir uns mal eine Transmission Lines. Nehmen wir mal 4-Terminal. Nee, die wollten wir nicht haben. Gekoppelte wollten wir haben. Die ist ein bisschen tiefer. Die haben wir auch nur als gekoppelte Mikroscheibenleitung. Da müssen wir sie nochmal erstmal entwerfen. Also, was wollen wir bauen? Ein 20 dB Koppler, okay. Ja. Also 20 dB Koppler. Wir brauchen also das C, kann man relativ schnell ausrechnen. C ist also gleich 1/10. 20 dB ist 1/10. Und dann können wir gleich hier in die Tools reingehen. Line Calculation und da die Coupled Microstrip. Ich nehme mir mal ein Epson R von 4 und eine Höhe von 0,5 mm. Also nicht der Standard, der da steht. Ja, was brauche ich dann? Jetzt muss ich erstmal da auch noch rechnen. Wenn das 0,5 ist, dann kann ich ja überschläglich sagen, also überschläglich, wenn Sie es richtig machen wollen, müssen Sie mit dem geometrischen Mittel arbeiten. Aber ich kann ja überschläglich sagen, dann ist, ich will ZE plus ZO gleich 100 Ohm haben. Das heißt also der Mittelwert zwischen beiden. Ich muss eigentlich den geometrischen nehme, aber den arithmetischen, der soll eben gerade 50 Ohm sein, weil ich es auf 50 Ohm angepasst haben möchte. So, dann habe ich das schon mal und dann sage ich, ZE und ZO sind beide von der Mitte gleich entfernt, also von den 50 Ohm gleich weit entfernt. Das heißt also, ich habe hier dann irgendwo stehen, ZE minus ZO durch ZE plus ZO soll gleich 1/10 sein. Das heißt also, da oben muss genau 10 Ohm stehen, also ZE minus ZO gleich 10 Ohm. Das heißt also, ich kann den einen hier auf 55 Ohm designen und den anderen auf 45.
Das ist so ein bisschen, ne? Sie fühlen, dass ich das so ein bisschen mit dem dicken Daumen mache, aber wollen wir mal gucken, was da rauskommt. So, was hatte ich jetzt gesagt? Welche? Nehmen wir hier mal 55, 45 und ich hatte gesagt, 90 Grad lang soll es sein. Das kann ich gleich eintippen. Ich mache das aber mal, bei 10 Gig ist irgendwie doof. Ich mache es mal bei 2. Mal gucken, wie lang das ist. Und ich hätte es gerne hier alles in Millimeter. Das wollte ich auch noch. Synthetisiere. 2 cm lang, das ist okay, kann man mit leben. Copy to Clipboard hier oben, also 1 mm Breite, Abstand 0,6 mm, das können wir alles fräsen hier, das ist auch alles geometrisch in den Bereichen. Das Einzige, was hier vielleicht ein bisschen sehr mutig ist, ist zu sagen, ich nehme FR4 für diese Struktur. Nur gut, 2 cm lang ist eher groß, aber geht bei 2 GHz, ja. So, Copy to Clipboard. Und dann mache ich hier einfügen und habe ich die Schaltung schon da. So, er hat mir auch sogar die Ports gleich dazu gemacht. Praktisch gesehen würde man natürlich noch irgendwelche Zuleitungen oder sowas machen. Also ich bin jetzt mit Ihnen eine Abkürzung gegangen. Man kann das jetzt alles mit der Hand am Arm einzeln eintippen und so. Das haben wir uns gespart. Wir haben es synthetisiert mit so ein bisschen Überschlag. Die Simulation gefällt mir hier noch nicht. 0,2 GHz ist okay, aber es reicht, wenn ich das bis 5 mache. Und ich hätte hier gerne, was weiß ich, 1000 Punkte ist auch in Ordnung. Übel nehmen und abspeichern. Koppler 20 dB. Ich wollte noch, genau, ich möchte noch eine Gleichung haben. Entweder sie nehmen sie sich von da. Oder Sie holen sie sich hier oben aus dem Insert Equation. Was möchte ich haben? S11 dB ist dB von S, eckige Klammer 1,1, eckige Klammer, eckige, runde Klammer, übernehmen. Und dann die anderen hinzufügen, nicht übernehmen, ne? Sonst überschreibt das nämlich. Den 3. Was ich jetzt mir angucke, ich gucke mir nicht alle möglichen S's an, sondern nur die Reflexion an dem einen Tor. Das ist ja symmetrisch, wird ja bei den anderen gleich sein. Und dann eben die Transmission zu all den anderen Toren. Ne? Das reicht, die 4 Werte zu sehen. Hinzufügen. Hinzufügen. Auch das übernehmen wir. Und jetzt simulieren wir einmal. Ging schnell. Kartesisch S11 und da tauchen die alle, kommen die nicht irgendwie, ja, doof. Hättest du irgendwie gerne, ich finde, die sind nicht so schön sortiert, wie ich es gern hätte. So. Damit man es ein bisschen besser sieht. Fertig. So. Hat, also selbst dafür, dass ich das aus dem Kopf mehr oder weniger gemacht habe, ohne eine genaue Analyse von dem ganzen Kram, hat das doch sehr gut funktioniert. Nicht? Also die Transmission ist gut. Die Reflexion ist besser als 30 dB. Ja, haha, ist ja auch sozusagen ideal. Ideales Material. Keine Leitungen dran, wo man noch irgendwas verlieren könnte. Keine Anschlüsse oder so. So ein bisschen irreal. Ne? Aber was wir lernen können, ist der Koppler als solcher, der macht halt nichts. Kein Problem. So. Dann, was haben wir noch? Transmission ist gut. Reflexion ist gut. Die Entkopplung Tor 1 auf 3. Ja, da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt was taugt oder nicht. Und die Verkopplung von Tor 1 auf 4. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken, was da jetzt eigentlich was ist. So, das ist 4 und das ist 3.
Das heißt also, jetzt mag es zu Überraschungen kommen. Und deswegen habe ich das auch so langsam eingeführt. Also, nicht überraschend ist, dass der Hauptanteil der Energie gerade durchgeht. Das, was wir mit den 20 dB machen wollten, ist aber genau das, der koppelt von alt. Genau, der koppelt nämlich diese 20 dB genau auf die 4 raus, ne? Das Grüne. Und nicht auf das, was man vielleicht als erstes meinen sollte, die gerade Spur. So, der koppelt also rückwärts. Und das liegt einfach daran, dass das im Prinzip ja ein TEM-Koppler ist, die eben genau so funktionieren. So, was doof ist an dieser Schaltung, und deswegen können wir sie eigentlich so gar nicht verkaufen, die Entkopplung hier, die ist natürlich super mies, ne? Also wenn wir hier mal bei 2 GHz irgendwie Marker setzen, da, dann sind das da minus 20, das ist schon schön, aber das sind minus 25. Das heißt, es ist also nur um 5 dB, die Richtwirkung ist nur 5 dB von dem Ding. Ne? Also wenn von links ein Watt kommt und von rechts ein Watt kommt, was wollte ich jetzt sagen? Ich hadere mit der Formulierung, das ist alles. Ich weiß, was ich sagen will, aber ich kriege es nicht raus. Ja, genau. Also ideal wäre ja, wenn von links ein Watt kommt und wenn von rechts ein Watt kommt, dann geht genau dieses Watt, das von links kommt, wieder nach links und das, was von rechts kommt, wieder nach rechts. Das ist aber nicht so. Ne? Denn von dem Watt, also das ist dann jeweils natürlich ein Hundertstel Watt, aber ein 300stel Watt, und das ist jetzt gut ein Drittel davon, aber immerhin noch messbar viel, geht eben in die falsche Richtung oder in den falschen Port rein. Die sind nicht gut entkoppelt. Da würde man sich was Besseres wünschen. Mal angenommen, Sie haben das hier als man könnte das verwenden, zum Beispiel, um hier eine Antenne zu überwachen. So, und das soll einen Alarm auslösen, wenn hier Leistung rauskommt. Weil wenn die Antenne jetzt wegfällt, so, abgeschnitten, dann gibt es hier eine volle Reflexion und es wird nichts mehr abgestrahlt, sondern es geht in die Energie zurück ins System. Das nehmen normalerweise Endverstärker übel. Und dann möchte ich hier einen Detektor dran haben, der sieht, wenn hier Leistung ankommt, dann muss ich ausschalten. So. Kann man so machen, kann man anders machen. Und die Trennwirkung hier ist nicht sonderlich groß, denn es kommt hier, also es würde hier, wenn ein Watt da sein sollte, dann sollte hier ja ein Hundertstel Watt, ein Hundertstel Watt ankommen. Aber es ist ja schon von dir aus dieser Richtung ein 300stel Watt angekommen. Also dieser Faktor dazwischen ist nur 1 zu 3. Da wünscht man sich normalerweise eine höhere Richtwirkung, die 1 zu 10, 1 zu 100 oder so ist. So, das ist nicht schön an diesem Ding hier, das müsste man noch etwas verbessern. Ja, über Koppler alleine könnte man jetzt Wochen reden. Das macht es dann, glaube ich, noch langweiliger. Oder langweiliger. Deswegen tun wir das nicht. Sondern wir werden uns dann den Filtern zuwenden.